Thank you.
Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, heute wollen wir ein wenig an unseren Multiblock-Maschinen arbeiten. Und zwar, ich möchte endlich die Maschinen da vorne etwas loswerden. Und wir haben ja gelernt, es gibt noch einen Kompressor. Den schauen wir uns jetzt mal an. Und zwar, das müsste das Steam Squasher sein. Genau. Dieses Teil hier brauchen wir. Dann Oh, Tumba Gear Gear. Yay! Ich habe 6 Gold. Auch noch eins. Lalalala. Dann hätte ich mal gesagt, gehen wir mal ein bisschen was holen. Die laufen auch wieder. Da habe ich ein bisschen was umgebaut. Zeige ich euch aber später. Das Lager ist jetzt erstmal für mich von den Dimensionen her fertig. Wie gesagt, ich kann es immer noch vergrößern. Nur ich habe schon mir selber gesagt, also wenn ich das noch größer brauche, dann kann ich eigentlich ja klappe. Also den Platz habe ich noch. Ja? Also das heißt, wir haben jetzt, lass mich hier rechnen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Reihen, wo wir jetzt erstmal Drawer aufstellen können. Dasselbe kann ich nochmal hier hin machen und ich vermute nochmal da hinten. Also, das sind schon ein paar, ne? Okay. Dann, genau. Derzeit, wo das Goldene durcharbeitet, habe ich hier nochmal eine Reihe. Das sind nochmal, also ich habe dasselbe nochmal zweiter Stock. Und ich habe dasselbe nochmal dritter Stock. Ja, gehen wir mal runter. So, das heißt, hier ist jetzt dann erstmal mein letzter Bereich, wo wir jetzt dann die Drawer aufstellen können. Und das, also hier hinten, ist jetzt ein reines Erzlager. Ich werde dann hier anfangen, die ganzen kleinen Komponenten hinzustellen. Oder die packe ich hier hin, hier in diese große Wand hier. Muss ich aber mir noch überlegen. Das passiert. Ja, weil ich teilweise ja da oben arbeite, teilweise jetzt dann hier unten. Ich habe schon gesagt, vielleicht kommt hier ein kleiner Werkstattraum hin. Muss ich mir aber angucken. So, dann haben wir hier das Kender. Da haben wir aber jetzt einen Weg hierher gebastelt. Dass wir hier auch herlaufen können. Wie gesagt, das ist jetzt alles ausgehoben worden. Dann geht's nach hinten. Das ist jetzt alles auch hier neu. Habe jetzt dann hier meinen Weg. Kann jetzt dann hier entlang laufen und kann hier nach oben gehen. Ich habe mir jetzt schon überlegt, diesen Bereich hier werde ich noch ein bisschen versetzen. Also der geht nochmal einen nach hinten. Weil ich möchte hier noch einen Weg reinbauen. Dann können wir hier nämlich den Coal Igniter wieder einbauen. Dann kann der nämlich die ganze Zeit mir hier die Kohle umarbeiten. Das heißt also, Charcoal-Produktion hätte ich dann auch noch da hinten. Das heißt, entweder ich kann hier meine Kohle herstellen oder wie gesagt da hinten. Und ich habe dann noch eine zweite Seite, weil ich habe mir jetzt erst überlegt, ob ich den jetzt dann hier reinbaue. Nein, habe ich mich gegen entschieden. Weil ich mir gedacht habe, ey, du hast doch dann sowieso hier Steam. Dann lass doch auch den Steam hier und baue den erstmal dahin. Und wenn ich irgendwann den zweiten habe, dann kann ich den immer noch hier unten hinten umsiedeln und dann Maserato und den anderen da hinten hinbauen.
Genau. Und das sind die Plänchen. So, dann hoffen wir mal, dass bis jetzt dahin die Kohle soweit ist. Die Kohle ist Gold. Fast dasselbe. Ja, 9 Stück Hammer. Dann kommt es in den Hammer. So, mein Hammer ist kaputt. Oh mein Gott. Er hat es geschafft, den Hammer zu demolieren. Nach wie viel? Nach zeitig, glaube ich, den Hammer hatte er. Also das war jetzt ewig. Man hat ihn. Ja, Drake, du bist gut. Alles gut. So, das dauert jetzt mit am längsten. Aber dann können wir den auf jeden Fall laufen lassen. Und das Schöne ist, dann habe ich davon 2 Stück. So, also, dann müssen wir als allererstes jetzt mal anfangen. Also, ich habe schon noch was vorbereitet, was wir demnächst auch noch machen müssen. Wie man an Poli rankommt. Aber da brauche ich halt vernünftiges MV, also das heißt auch vernünftigen Strom. Was haben wir hier? Bronze, Silikon, Solar. Da habe ich mir nochmal einen gebaut. Dann weiß ich jetzt auch genau, was Sache ist, weil der steht nämlich hier. Weil das ging mir auch irgendwann auf dem Zeiger, dass ich die ganze Zeit Batterien habe hier einfüllen müssen. Da haben wir gedacht, ja, kannst doch noch schon einen bauen. Ja, schnell. So, dann tun wir die mal raus. 2, 4, 6, das ist gut. Da kommst du jetzt hier rein. Genau, da kannst du nämlich Half Slabs herstellen. Weil die brauche ich jetzt nämlich auch wieder, weil mir das da hier langsam ausgeht. Kisten habe ich ein paar gebaut, aber keine Slabs. So, wir haben ein Gold. Das heißt, ich brauche jetzt hier von 7, ich brauche jetzt hier von 3. Dann haben wir hier den Mixer. Da kann der schon mal loslegen. Braucht das Ganze dann, glaube ich, nicht so lang. So, dann haben wir hier 10. Dann hätte ich gesagt, lassen wir auch gleich alle durchlaufen. Dann haben wir wenigstens die Ingots. So, also 3. 3. Ich hoffe, dass ich da die Ingots brauche. Ja, wir werden sehen. So, da müsste ich eigentlich auch noch die Quests machen. Das da müsste ich auch noch machen. Aber nicht mehr weiß, ne? Also, wir brauchen den Steam Squasher. Wir schauen jetzt mal schnell bei den Quests rein, und zwar Multiblock Goals. Gibt es hier eigentlich auch einen Squasher? Ah, den wird es bei GT++ geben. Vermutlich. Genau, also das heißt, ich brauche jetzt 60, 30 Bronze Blade Bricks, ein Input, ein Output und ein Steam Hatch. So wie den Squasher. Also das heißt, wir brauchen jetzt erstmal den hier. Dann heißt es jetzt. Wir hauen mal hier richtig rein. Es ist schon wieder dunkel.
In der letzten Aufnahme müsste ich ja euch mit euch zusammen die Felder gemacht haben. Also Erze fange ich mittlerweile an. Also das nehme ich jetzt auch nicht mehr auf. Erze rauszuhauen. Ich habe jetzt, glaube ich, eine Ader mal wieder rausgeprügelt. Macht aber für mich mittlerweile keinen Sinn mehr. Weil das ist jetzt. Und täglich grüßt das Murmeltier. Ja, und vor allem irgendwann wollen wir ja auch dann die netten. Nicht Filler, sondern Miner aufbauen. So, Felder, genau. Da gehen wir mal schnell runter. Die habe ich jetzt, glaube ich, auch nochmal erweitert. Ihr seid schon wieder alle gewachsen. Wahnsinn, ich habe euch doch vorhin geerntet. Also die da brauchen ewig. Die da sind weitaus schneller, mit einer Meinung nach. So, dann dich mal wieder hinlegen. So, das heißt, wir brauchen jetzt 15 Stück. Dann haben wir die Eggplants auch. Fünfzehn, da brauchen wir 17. Dann sind wenigstens die Felder voll. Beim Spargel brauchen wir auch 17. Ja, weil wir halt Zeit haben, bis das Zeug da oben fertig wird. So, die sind nicht gewachsen. Das ist schön. Ja, die sind jetzt bei 57%. So, hier brauche ich 6. Ja. Schaut doch jetzt ganz gut aus. So, das Anliegen, das heißt nämlich jetzt halt Okra, 7 Stück. So, wir haben jetzt 2, 4, 6, 8. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nein, wir haben keine 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, wir haben, was haben wir denn? Soja, wir haben Bell Pepper. Wir haben Soja, wir haben Bell Pepper. Dann haben wir Bohnen und Tomaten. Wir haben Bohnen und Tomaten. Also der ist weg, der ist weg, der ist weg, der ist weg. Ich weiß, was ich nicht habe. Chili Peppers. Brauche noch Chili. Muss ich mal gucken, ob ich oben in meiner Küche Chilis habe. Vielleicht aus Versehen aufgeräumt, obwohl es noch nicht nach oben gehört. Wäre ja nicht das erste Mal, ne? Aber dieses Zeug hier, das muss jetzt verschwinden. Ich sag mal, in zwei, drei Folgen sollte das Zeug weg sein. So, dann haben wir jetzt dann unser Regalfach. Das ist hier. Und Chili Peppers sehe ich nicht. Okay, das heißt, wir müssen noch demnächst mal Chili Peppers anpflanzen. Ich hoffe, dass man es jetzt von hier aus sieht. Das heißt, wir haben jetzt da hinten, also der
Der Bereich hier ist ja jetzt sozusagen das alles, was mit Weizen zu tun hat. Gehen wir mal schnell in den Garten, bei die Gartens rein. Also ich habe jetzt genau Gras oder Grass Garden. Und die sind alle fertig. Dann Garten. Desert Garden ist Kaktus und Kaktusfrucht. Kaktus werden wir auch bald anpflanzen. Ich bin nur beim Überlegen, wie ich Kaktus anpflanze. Weil normalerweise ist für mich Kaktus was, wo bei Farmen dann hin sollte, weil da piekse ich mich zu oft. Dann haben wir, also Berries sind zwei, vier, sind sechs Stück. Desert ist eins. Das haben wir. Das sind sechs, wobei der auch rausfliegt, weil der kriegt auch einen Crop Garden. Und dann sind es vier. So, beim Ground. Ground ist auf jeden Fall andere Seite. Weil dann haben wir hier 2, 4, 6, 8, 9. Und Leafy Garden 2, 4, 6, 8, auch 9. Also kommt auch drüben hin. Das heißt, untere Reihe, obere Reihe haben wir auf jeden Fall. Dann haben wir Mushrooms, das sind 3. Dann haben wir Stalk Garden. Genau, da fehlt mir jetzt noch Chili Pepper, dann ist der auch fertig. Textil Garden. Kriege ich Karten. Könnte ich eventuell noch auf die andere Seite auch doppelt hinmachen. So, dann haben wir noch tropisch. Das sind 4, wobei Melonen auch separat kommen. Das heißt, wir haben. Ne, doch, dann habe ich recht, dann haben wir 4. Watergarten interessieren mich eigentlich die Cranberries. Die können noch mit dann zu den Früchten. Und ich habe Reis. Reis könnten wir auch eventuell doppelt anbauen. Kommt meiner Meinung nach aber hinten mit hin. Das heißt, die Gartendrops für den Watergarten kommen dann dahin. Und der Nethergarten, der hat gar nichts drin. Das ist doch schön. Das heißt jetzt, ich muss mal schnell mir mal ein paar Gärten holen. Aber vorher fangen wir jetzt mal an, das andere Graffel aufzubauen, weil das wird jetzt nämlich schön. Denn wir brauchen als allererstes, habe ich dich schon mit hier rein? Nein, habe ich nicht. So, als nächstes, wir wollen nämlich haben Steam. Wir brauchen den hier. Doch, habe ich drin gehabt, aber ist egal. So, das heißt, ich brauche jetzt zwei elektrische Pumpen. Ich brauche Huge High Pressure Coal Boiler. Den haben wir, der steht hinten. LV Machine Casing. Das dürfte auch kein Problem sein. Den Circuit ist aber auch keine. So, das da brauchen wir. Das heißt, wir brauchen jetzt 2, 4, 6, 8 mal Blei. Nein, wir brauchen 16 mal Blei. Schauen wir mal, wie weit das Mess sind. Na, er ist immer noch nicht fertig. Gut, dass ich gerade vorne war. Wir brauchen 30 Bricks. Bin ich mal gespannt, ob ich genügend oder zu wenig Bräuse gemacht habe. Wie ich mich kenne, zu wenig. So, ich lasse ich noch da. Jetzt so nicht so, ne, dass ich hier noch keine Zeit investiert habe. Da können wir mal wieder gucken. Wir wollten ja Serverinfo. Next Backup. Also ich spiele auf Hard.
der wo sich gefragt hat. Time Play. Also ich bin jetzt bei 262 Stunden angekommen. Und hier steht man nicht freiwillig rum, sonst stirbt man. Immer noch, ja. So, dann hätte ich gesagt, wir machen das hier. Das heißt, wir haben wieder Fackeln. Passt. So, 6 Stück und den da. Da brauche ich keinen Circuit. Das ist gut. Das heißt, wir haben hier 10, wir haben hier 20. Ja, ist egal mit den Platten, weil ich brauche noch einen zweiten Maserator, ich brauche noch einen zweiten Kompressor. Also ist es egal. Ja, das Einzige, was halt so nicht so ganz egal ist, wir brauchen halt auch die anderen Platten jetzt noch. So, aber der läuft jetzt schon mal. Das ist doch mal schön. So, und was noch schöner ist, ich habe da. Gleich Ruhe. Oh, schön. Gefällt mir. Alles klar. So, dann haben wir das, dann haben wir das. Wir brauchen jetzt für dich. Ich brauche Huge Steel Pipes. Dafür brauche ich im Extruder. Ich brauche nur einen, oder? Genau. Das heißt, wir brauchen jetzt 24 Stahl. Das machen wir gleich. Dann ist das nämlich abgeschlossen. Genau. Brauche noch Pipes, das kann ich gleich die normalen Pipes reinmachen. Die brauchen wir nämlich auch gleich. Dafür brauche ich, weil ich hier noch zwei Pumpen brauche. Dafür brauchen wir auch schon wieder Bronze. Bronze habe ich gesagt. Ich nehme ja gleich 6 Stück mit. Glaube zwar sind 4 dann, aber egal. Nee, es sind nur zwei. Gut. Stimmt, die anderen sind zwei. So, dann kommst du jetzt da rein. Da kriege ich bitte zweimal Pumpen. Oh, dann kommst du dahin, du kommst dahin. Dann schauen wir mal, habe ich noch. Ist die. Ja, der ist ohne Strom, ne? Das ist einfach nur ein Alpha Machine Casing. Das heißt, ich brauche noch mal 8 Stahl. Ist doch schön. So, Blei läuft. Und dann können wir jetzt da noch mal die restlichen Bronzeplatten reinballern. Dann haben wir die nämlich auf jeden Fall. So, Input Bus. Ja, brauche ich auch einen Tumba. Gar brauche ich halt auch, genau. Deswegen haben wir es ja auch gemacht. Ja, darum brauche ich auch, wie gesagt, ich glaube, ich bin gerade auch dabei, die Goldader abzubauen. Merkt man ja auch ein bisschen, ne? Weil ich ja ein bisschen jetzt auf einmal Gold habe. Ja, und ich brauche halt mal einen kleinen Maserator auch demnächst mal hier, dass ich halt auch mal. Oder den Forge Hammer, dass man halt auch mal hier arbeiten kann. Dann sage ich ja, das Zeug muss jetzt endlich von da vorne verschwinden auf elektrische Basis hierher. Also dem vorne, nicht dem vorne. Mein Schlafsack liegt. Haha. So, okay. Dann brauchen wir jetzt dann den Input-Bus. Brauche ich Zündplatten? Ich brauche einen Hopper. Habe ich noch einen Hopper?
Das heißt, ich brauche jetzt 5 Eisenplatten eine Kiste. So. Dann machen wir jetzt als erstes einmal die hier. Ja, ich versuche gerade zwei Sachen gleichzeitig zu machen. Ich weiß, Fokus, aber nein, das hat nichts mit der Kamera zu tun. Okay. Und das ist das, wenn man sich zu viel YouTube-Videos reinpfeift. Dann fängt man an, andere zu intermit. Ja, genau. Ihr wisst, was ich meine. Interpretieren. Wenn ich sowieso schon her muss, kann ich auch schon die ersten zwei weggetragen. Und ich habe eine Kiste. So, Kiste. Ups, du gehst rein. Kiste und 5. Da kommst du jetzt erstmal dahin. Ja, weil wie gesagt, momentan bin ich beim Überlegen, ob ich es halt hierhin mache und dann halt auch eins von denen Fächer nehme, um die ganzen Sachen reinzuschmeißen, also Schrauben und Kabel und alles, was man halt nicht gesehen hat, was man halt so kennt. Erze bleiben hier oben, weil Maserator auch oben. Und wenn ich halt irgendwann dann doch sehen sollte, dass ich da unten meine Hauptwerkstatt habe und nicht mehr da oben, dann kann ich es ja nach unten transportieren. Ist ja kein Problem. Wir sind ja flexibel. Ne? Genau. So, genügend Gold haben wir. Das heißt, wir holen uns nochmal Gold und dreimal Kupfer. Dann habe ich auf jeden Fall genügend, um das zu machen. Und dann brauche ich jetzt aus eurer Abteilung die Charcoal. Ja, tun wir mal wenigstens die 6 Stück hier entleeren. So, es gibt doch die Mini. Ich glaube, die Mini muss ich hauen oder sowas, ne? Da haben wir es, ein Forgehammer. Was kostet mich ein Forgehammer? Den habe ich noch nicht da. So, Basic Forge Hammer. Du kostest mich einen Pisten, noch einen Pisten, zwei Circuits. Also das Ding bauen wir jetzt einfach. Dann haben wir schon die erste Maschine da vorne weg. Und ich kann auch immer wieder mal, wenn ich jetzt hier was habe, weil macht ja keinen Sinn. Hinten. Maserator habe ich noch keinen HV. Da kann ich den hier nämlich auch hinschmeißen. So, ich brauche bitte aus der Kiste hier neuen Stahl. Hau rein. So, für dich brauche ich die zwei Pumpen und den Circuit. Dann haben wir das. Dann kommt der da dahin. Dann brauche ich 4 von dir. Klack, 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 klack. Dann brauche ich den Amboss. Der Amboss, glaube ich, liegt noch vorne.
Was ich auf jeden Fall auch noch brauche, ist in meinem kleinen Lager so ein Bereich, wo ich Kisten reinschmeißen kann. So, wir gucken mal. Gut übersehen, aber ich habe gewusst, dass ich ihn noch habe. Mittlerweile ist er nicht mehr so teuer wie früher. Aber momentan ist auch das mein Problem, dass ich den am wenigsten habe. So, also Eisen. Dann schmeißen wir dich rein. Dann 1, 2. Dann bist du hier. Und dann brauchen wir noch einen Pisten. Genau, das heißt, ich brauche noch einen Motor. Brauche ein kleines Zahnrad. Okay, also ich brauche ein kleines Zahnrad. Ich brauche zwei Rods und ich brauche drei Platten. Das haben wir aufgeräumt. Dann brauche ich noch meine drei Platten. Zack, zack, zack. Pisten. Und wir haben endlich den Bordscheimer fertig. Okay. Dann hätte ich gesagt, stelle ich den jetzt erstmal daher, und dann kann ich den immer wieder drehen, bis ich so weit bin. So, dann werde ich dich aber jetzt auch gleich drehen, denn wir möchten ja hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nein, wir brauchen nur 7. Da haben wir wenigstens Mini-Charcoal, da können wir nämlich unsere Öfen damit speisen. Drin. So. Kommst du da mal rein? Ja, ist eigentlich ganz gute Idee, dass ich jetzt dann hier den Bereich habe, wo ich die Kohle drin habe. Und auf der anderen Seite den Bereich habe, wo ich dann mit dem Creosote Oil arbeite. Wie gesagt, das Hauptding, wo es dann noch das ganze Zeug dann unten ist. Kommt Zeit, kommt Rat. Keine Zeit, kein Rat. Wir gehen dahin. So, dann haben wir jetzt dieses nochmal gemacht. Dann kann ich das nämlich auch gleich durchlaufen lassen. Hat ja Gründe, warum dass ich Sachen mache. Ab und zu. Da, 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 da. Okay. Dann brauchen wir jetzt aus der Abteilung, so den kann ich mal wegtun, das auch. Die Hammer, die Hammer, die Hammer. Ach genau, du kommst dahin. Den holen wir jetzt gleich von hinten. Jetzt brauchen wir nochmal zweimal Bronze, zweimal Stahl. Das heißt, ich brauche jetzt von dir 6. Von dir brauche ich auch 6 Stück.
Dann brauchen wir normal. Dankeschön. Ich glaube, ich habe zu wenig gemacht. Korrekt, habe ich. Also, ich habe einen. Ja, ich muss ja dran denken, ich brauche ja von den Dingern zwei. So, Tanks müssen wir jetzt auch noch gleich bauen. Ja, da brauche ich nur einen. Das heißt, wir brauchen jetzt aber noch mal Bronze. Das heißt, wir machen das Verhältnis 12 zu 4. So, Alloys Smelter ist immer noch hier. Gut. Ich kann der arbeiten, dann kann ich die gleich mitnehmen. Das heißt, wir brauchen hier noch mal 6 Stück. Dann brauche ich jetzt von dir den Stahltank. Für den Stahltank brauche ich zwei normale Tanks. Ich brauche Molten Glass, dürfte ich haben. Ich brauche Double Steel Plates, das dürfte auch kein Problem sein. 1, 2. So, dann heißt es jetzt für dich, du hüpfst hier rein, dann nach vorne, es ist schon wieder dunkel, das ist ja der Wahnsinn. Das Schlimme ist nicht, dass es dunkel ist, sondern man weiß ja, dann sind 10 Minuten wieder rum. Ne? Dreimal geschlafen, genau, ich schlage mich dreimal gleich. Mit meinem Quatsch, was ich erzähle. Dreimal sozusagen geschlafen, 30 Minuten rum. Wenn man die Nacht sofort erwischt. Erwischt man sie nicht, wird's witzig. So, ich habe doch die Tanks abgebaut. Was habe ich mit den Tanks gemacht? Gute Frage, ne? Wenn's ich jetzt wissen tät, was ich mit meinen Tanks gemacht hätte, dann wären wir weiter. Normalerweise hätte ich gesagt, ne, einen habe ich hier. Sehr schön. So, das heißt, ich brauche Obsidian Glas. Das heißt, ich brauche Second. Das ist ein Clear Glas. Das dürfte jetzt kein Problem mehr sein. Dann haben wir hier nämlich das Clear Glas. Dafür brauche ich dann noch Sand, oder? Sand und Glas. Wie war jetzt das mit dem Second? Achso, nee, das war nur Clear Glass. Gut, dann brauche ich jetzt nochmal Obsidian. Ich glaube nur nicht mehr, dass ich noch Obsidian da habe, oder? In Staubform. Nein. Komm, ich mach gleich 8. Dann kann ich mal gucken. Ja. Da wird er vorne auch nicht mehr so glücklich und arbeiten. Weil ich glaube, jetzt müsste auch das Wasser komplett draußen sein. Nein, ich habe noch ein bisschen Wasser drin. Okay.
Dann das Falsche reingeschmissen. Ein Maserato muss ich halt dann auch noch mal irgendwann machen. Wie gesagt, jetzt habe ich den da, der ist jetzt überflüssig, der da ist jetzt fast überflüssig oder der ist überflüssig. Boah, ist so laut. Dann läuft mir der schon lange überflüssig. Das heißt, ich brauche jetzt dann noch den Extractor und einen Maserator. Dann haben wir eigentlich alles. Ja, wenn man mal Kleinigkeiten machen will, dafür braucht man dann Mass. Sonst nicht. Okay, so, das Obsidian-Glas war... das und das. Edge glass, square dance. Nein? War das sogar handcraften? Alois Mörder. Okay. Gut, dass ich 8 gemacht habe und nicht nur. Ne? So, das war jetzt was? Obsidianglas und Ringe, ne? Iron Ring. Brauche ich nur ein oder brauche ich zwei? Auch zwei. Toll. Ich habe nämlich nur einen. Also, Eisen mitnehmen. Also, als erstes bauen wir den Ring. Dann haben wir schon mal das wenigstens weg. So, tschüss. Dann haben wir jetzt als nächstes dann noch Bronze. So, kann ich wieder, ja, erstmal einen Burger. Na, dafür sind jetzt auch die Wälder so wichtig, dass man da endlich mal jetzt auch mal in die Pötte kommt. So, dann machen wir als erstes den. Und als zweites den. Und wir haben jetzt das. Doch schön. So, das heißt jetzt, wir dürfen jetzt bauen die Stahltanks. Bitte was? Komm schon. Doch, LV geht. Hier brauche ich. Gott sei Dank, ich habe schon gedacht, ich muss jetzt die bauen. So, dann brauchen wir hier die 4. Das da und das da. Oh, oh, oh. Achso, Morgenglas brauche ich noch. Das habe ich ja das letzte Mal schon reingeworfen. Kenne mich ja. Weil braucht ewig. Dann können wir ein bisschen Quarz reinprügeln. Ach, ich hätte nur einen gebraucht. Einen Double Steel Plate. Ja, dann bin ich wieder vom anderen Rezept ausgegangen, aber ist egal. Brauche ich sowieso nochmal. Wie gesagt, zweite Seite.
Irgendwann. So, ich habe einen Hopper. Na, ist jetzt das Licht aus? 1, 2, 3. 3, 2, 1. Danke. So, dann heißt es jetzt, wir haben die Stahltanks. Das heißt, ich habe jetzt den Advanced Boiler Chassis. Dann kommst du jetzt nämlich daher. Hey. Bin ja begeistert. Funktioniert mal was. Das Einzige, was ich jetzt noch gucken muss, ich brauche ja einen neuen Standort. Also das heißt, du musst daher. Du musst weg. Ja, dann habe ich ja sowieso was übrig. Ja, das heißt, du kommst dann daher. Ja, ich muss noch überlegen, wie ich das dann mache, weil ich muss ja die auch noch bauen. Und wie ich mich jetzt dann kenne, darf ich jetzt die dann nochmal durch jodeln, weil ich sie als das brauche oder so. Man kennt es ja nicht anders. So, du kommst weg. Habe ich mal wieder Platz. So, dann haben wir das und ich habe meinen Advanced Boiler. Der nämlich jetzt schon mal einen riesen Vorteil. Den kann man nämlich automatisieren, was man mit dem anderen nicht kann. Darum habe ich den jetzt auch gebaut. Und der müsste auch, wenn mich nicht alles täuscht, eher genügend Energie, Steam, Dampf. Wollte schon Stahl sagen. Nein, der müsste jetzt genügend Dampf raushauen, dass wir auf jeden Fall da auch keine Probleme haben, dass der beide betreiben kann. So, und dann kommst du dahin. Du kommst weg. Hab sogar dann noch einen übrig, das ist super. Da zwei übrig. So. Dann kann der jetzt schon mal das da machen. Ja, ich brauche auf jeden Fall Item Input. Oder Item Output. Das heißt, ich könnte den eigentlich dann hierhin machen. Das heißt, ich brauche da ein Double. Und den machen wir natürlich aus Basalt Bricks, dass der sich da gut einfügt. So, das heißt aber, du kommst erstmal hier hin, dass wir das alles haben. So, du bist was? Wie heißt du nochmal? Protein. Habe ich dich eigentlich irgendwo in meinem Bau schon mit drin? Nein. Genau. Dann machen wir dich als erstes mal hier mit rein. Putin. Ja, der war da to total lässig. Bronze, Blei und Zinn. Das heißt, ich brauche jetzt Kupfer. Und Sinn. Also. Oder habe ich hier Bronze Dust drin schon? Nein. Also, wir nehmen mal 6 Stück davon und 2 Stück davon.
So, Kupfer. So, bitte das Mixerrezept reinmachen. Das müssen wir noch gucken. Kommst du da rein? So, Blei brauche ich noch. Als welchen Circuit? Als der da. Hast du das jetzt nicht gemerkt? Willst du mich jetzt verarschen? Einser. Zack, zack, jawohl. So, dich kann ich gleich drin lassen. Für das Proteinzeug. Brauche ich jetzt noch Blei und Zinn. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich noch Blei Dust habe. Nein. Die nächsten 10 Minuten sind rum. Das ist super Dreck. Ja. Das mache ich jetzt noch, dass ich wenigstens das soweit habe. Braucht auch nur 40 Sekunden. Da oben muss ich jetzt auch mal langsam Glas reinhauen. Wobei das hat keine Prio. Das hat absolut keine Prio. Könnten wir die leider wegmachen. So, ich habe jetzt zweimal Blei, den Rest kann das so machen. Den kann ich mir irgendwann holen. Darf ich nicht den Zinn, das Zinn vergessen? Zack und zack. Und dafür brauche ich den Circuit Nummer 13. Ah, okay, ich hätte zwei gebraucht für das. So, und du bist jetzt da. Okay. Und da ich jetzt gerade schneller rennen kann und an die ganze Zeit an den Kisten hängen, da kann ich auch noch schnell das letzte Blei holen. Aber fast gereicht. Ja, also das werde ich jetzt dann noch ein paar Mal machen müssen, vermutlich. Wird nicht reichen. Naja, 10 Stück. Ich brauche, naja, wobei ich brauche, doch, ich brauche 3 Ingots. Ich brauche 3 Ingots für. So, da kommen da 2 rein. Kommt da 4 rein. Da 2 rein. Einer. Ah, ich brauche sozusagen einen für 3 für eine Pipe. Ich glaube, ich habe die normale gemacht. Aber wir schauen ganz einfach. So, 2 Stück. 4 Stück. 5 Stück. 6 Stück. Und 10 Stück.
Aber ich bin eigentlich der Meinung, ich sollte auch die normalen Pipes verwenden. Aber dann haben wir hier auf jeden Fall auch schon mal das sauber getrennt. Das ist nur die Frage. Ich habe auch 1, 2, 3. Ich brauche definitiv 5 Stück. Gut, das werden wir bis zum nächsten Mal dann alles soweit vorbereiten. Ich sollte dann so, dass man so vielleicht 10 von diesen Dingern herstellen kann. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Schmeißen wir auch gleich hier die normale Pipe rein. Dass es hier durchhaut. Das heißt, wir fehlen jetzt noch 7. Das heißt, wir haben Spaß. Und dann werden wir nämlich jetzt uns dann beim nächsten Mal definitiv um den großen Kompressor kümmern. Dann eventuell auch noch gleich den Maserator bauen. Und das andere Teil. Aber das lassen wir auf uns zukommen. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, wie immer damit ab in die Kommentare. Und wir hören uns und sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.